Salam aleichem, Jiden. Ich bin da in... Oh, es ist nicht Island. Das ist Central Park, New York. Und ja, heute will ich anheben mit einem kurzen Video. Ich will machen eine Serie Videos wegen Sprachen, wegen der Geschichte von Jiddisch und so weiter. Speziell dem Sommer, weil ich will bald machen eine Serie in Island und dort verbringen im Sommer. Heute will ich mir anheben mit einem Video wegen der verschiedenen Sprachfamilien. Weil es sind so eine Sache Sprachfamilien auf der Welt. Und ihr wisst, Mr. Thomas, als Jiddisch gehört zu der germanischen Sprachfamilie. Englisch gehört euch zu der germanischen Sprachfamilie. Ihr wisst, Mr. Thomas, euch als Jiddisch und Deutsch seinen neunte Kreuve. Als man versteht Deutsch, kann man verstehen, dass auch Jiddisch. Und als man versteht Jiddisch, kann man verstehen, dass auch Deutsch. Ja, das ist der Emmes, aber die Geschichte ist ein bisschen mehr kompliziert. Wie alle germanischen Sprachen gehört Jiddisch zu der größeren indoeuropäischen Sprachfamilie. Das ist die größte Sprachfamilie heutzutage, wo es die meisten europäischen Sprachen gehören zu der Gruppe. Euch sag Sprachen in Asien, zum Beispiel in Indien und in Iran, zum Beispiel. Und heutzutage kann man euch sagen in Nordamerika und in Südamerika zulieb der Kolonisation. Man nimmt dann, als die Indo-Europäer, als eine Gruppe Menschen, die haben geredet, als eine Sprache, was von dort stammen ab alle heutigen indo-europäischen Sprachen, man nimmt dann, als die Indo-Europäer haben gelebt, erinnert mit 5000 Jahren zurück. Mistümer haben sie gewohnt, ergibt in Dorum, Russland oder in der Ukraine. Dort haben sie verstubigt die Pferd. Sie sind gewesen von den ersten Gruppen auf der Welt, die haben verstubigt die Pferd. Die Pferd sind gewesen eine große Meile, weil sie haben geführt Milchommes mit anderen Völkern. Mit der Hilfe von die Pferd haben sie gekannt sich verspreiten über ganz Europa und über einen größeren Teil von Asien, Indien und Pakistan und Iran. Und dort, in Indien speziell, haben sich aufgehört, eine Sache von den ältesten Texten, was wir haben, das sind Texten auf der altindischen Sprache Sanskrit. Das ist ein Teil von einem Lied von einem gewissen sanskritischen Schreiber, ein Poet, was er hat geheißen Kalidasa, und das Lied heißt Meghaduta. Und hat seinen die Strophe, was seine Beschreibung von einer schönen Frau. Tanvi Shama Shikhari Dashana Pakwa Bimba Dhoroshti Madhye Kshama Chakita Harini Prekshana Nimna Nabi Shroni Bhara Dalasa Gamana Stoka Namra Sana Bhyam Ya Tatra Syadhyu Vati Vishaye Srishti Ra Deva Dhatu. Noch eine Gruppe indo-europäische Sprachen, was einen sehr archaisch, das heißt sehr konservativ und sehr grammatik. Das ist die, also gerufene, baltoslawische Sprachfamilie. Es nimmt darum alle slawische Sprachen und die zwei, drei baltische Sprachen. Speziell darf man auszeichnen in Litwisch, was ist bei heutigen Tag, müsste man die archaischste, konservativste indo-europäische Sprache, was wird noch geredet. Das heißt, Leute in der Grammatik und Klangen und Struktur ist Litwisch, klingt mehr weniger ganz ähnlich zu dem, was wie indoeuropäisch ist gewesen, mit 5000 Jahren zurück. Sveiki. Aš neku lietuviškai. Tai yra lietuvių kalba. Mes esame miške. Čia girdisi paukščiai. Galima pamatyti šunį. Bitte. Sraigė. Ir įvairiausių vabzdžių. Dabar aš baigiu šnekėti lietuviškai. Noha sprachfamilie, was hat gar nicht zu tun mit indoeuropäisch, ist die japanische Sprachfamilie. Konbanwa. Bisuana desu. Minasan, genki ni yatte ることと思います. Ima hanashite iru gengo wa nihongo desu. Nihongo wa ne, yabai gengo desu kedo, boku wa nihongo to idishu go wa
イディッシュ語の方がいいんじゃないかなと思います。じゃあまた。Noch eine Sprachfamilie ist die Finno-Ugrische Sprachfamilie, was nimmt rein Ungarisch und Finnisch und noch ein paar kleine Sprachen. Auch die Sino-Tibetische Sprachfamilie, was nimmt rein alle Dialekten von Chinesisch, zum Beispiel, und auch Burmisch und andere Sprachen. Wir können euch trachten wegen die Semitische Sprachfamilie. Wir wissen, wir kennen Semitisch sehr gut, weil Hebräisch ist doch eine semitische Sprache, zusammen mit Aramisch und Arabisch. Und in der Emerson gehört Semitisch allein zu einer aggressiven Gruppe, was heißen die Hamito-Semitische Sprachfamilie. Was nennt man eine Sachsprache in Afrika? Dazu kann man reinrechnen die türkische Sprachfamilie. Was nimmt rein nicht nur türkisch, sondern auch all meine Sprachen, große und kleine, in Zentralasien. Von wann die Türken sind gekommen, Lechatchili? Sziasztok! Én Jákob vagyok, és ez a feleségem Réka. Most beszélek magyarul. Az érdekes a magyar nyelvben az, hogy Európában beszélik, de nem indo-európai, hanem finugor nyelv. A lézer és a feleségem szerint az indo-európai nyelvek borzasztóan unalmasak. Ana kamen bahki shwayl arabi, badrus il lahja al falastiniya. Elyom hakit ma malamta isma Ragda, wiya kamen sakna fil Quds. קצת יותר קל ללמוד ערבית מפני שיש לי כבר ידע של שתי שפות שמיות אחרות, עברית וארמית, ויש הרבה שורשים משותפים. יש כמה ייצורים מפחותו שמי שהתמזגו בעברית אבל נשמרו בערבית וארמית. למשל, בעברית אומרים שנה ושלושה, אבל בארמית זה סנה ותלתה, וגם בערבית סנה ותלתה. תלתה. בעברית אומרים ארץ, בארמית ערה, ובערבית ארד. ואי לוראת אינטיפ תלפי. שוקרן. גם עברית או... לא. רק סינית, אוזבקית וקירגיזית. אז ווצ'או לי אי מי, ווצ'ון מייגוו, מייגוו דה ג'אג'ו. 我在中国住了五个月，在四川，在那个成都，因为我喜欢吃辣的，还可以说什么？没有，没事。من آتیم رابیا خون، من ازبک تلنه، قبلش اولمن، من قرغزستان دا اکیل یاشگنمن، Oshda, juda chiroyli yer menimcha. Hamma odamlar shu yerga yaxshi odamlar bor ekan. Menda qirg'izcha so'ylasha olaman. Qirg'izda 2 yil yashagandim. O'zbek tiliga o'xshash, biroq biraz qiyinroq men uchun qirg'iz tili.